Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des mittelalterlichen Rollenspiels. Hier zurück bei unserem Heinrich in Pribislawitz. Ja, wir gucken noch einmal ganz kurz in unser Inventar und stellen fest, wir haben Hunger. Hier haben wir es gegessen, da können wir nichts essen, aber wir haben bestimmt etwas dabei. Ein bisschen Dörrfleisch vielleicht, Roll, ein bisschen Speck. Und Trockenobst. Ja, das sollte erstmal reichen. Ich denke mal, wir würden das jetzt nicht direkt hier fallen lassen. Und den gammeligen Käse aber so ein bisschen ins Gebüsch würden wir ihn schon bringen. Und die Karotte auch. Warum die Karotte auch immer so schnell schlecht wird, weiß ich nicht. Aber jetzt lass uns doch mal einmal ins Hauptbuch gucken. Und wir machen 650 Gewinn. Das ist natürlich schon schön, ne? Trotz der Ressourcen, die wir einkaufen. Ich fühle das eigentlich so, dass wir als nächstes was bringt uns eigentlich das Wachhaus? Wachhaus. 110 bringt uns das und wir brauchen dafür aber eine Schmiede. In Friedenszeiten beherbergt das Wachhaus die Gesetzeshüter. In Kriegszeiten dient es als Rüstkammer. Stallungen bringen uns in Summe mehr. Tja, Bonds, das einen Bonus im Kämpfen bringt, aber beide brauchen eine Schmiede. Also ist es eigentlich ganz leicht. Wir müssen als nächstes die Schmiede für 8000 bauen und würden dann nochmal 500 obendrauf kriegen. Also 8000 ist das Ziel. Wie viel haben wir zusammen? 1, 2. Naja, gut, okay. Und wir kriegen 650 jetzt jeden Tag. Das ist doch auch nicht schlecht. In diesem Sinne, dann werden wir jetzt mal dieser Aufgabe reiten. Zum Aussichtspunkt, zu Herrn Ratzig werden wir reiten. Und wir werden ihn aus dem Ort hinausjagen. Na toll. Naja, wir reiten durch den Grünwald. Halli auf grüner Heid. Ah, wir folgen einem Bachlauf. Einem Flusslauf. Wir reiten aber ein bisschen langsam. Was ist das denn hier? Sieht ja spooky aus. Schön hier. Ich finde es cool gemacht, wie sich das Wasser hier in den Stein frisst. Sag mal. Schon wieder so eine Rodung. Vielleicht gehört die sogar zu uns. Was haben wir denn hier? Hier hat sich echt jemand aufgehängt. Oder wurde er aufgehängt? Ja. Grausames Schicksal. Und wir haben eine neue Stufe im Reiten. Ah, es geht bergauf. Scheinbar. Kommen wir zu diesem Aussichtspunkt.
Gut, dass unser Pferd so ausdauernd ist. Halt mal ein bisschen langsamer, nicht, dass wir hier im Gelände irgendwie straucheln und noch zu Schaden kommen. Sehe ich da vorne links etwas? Oder müssen wir noch weiter? Wir müssen noch weiter. Ah, hier ein Lager. Okay, na gut, wir reiten mal ein. Da ist auch schon ratzig. Kubila. Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich bin aus Merhoje zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlets. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislawitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Lebe wohl. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Viel Glück. Ja, Herrn Ratzig und mich verbindet etwas. Ich hab da so eine Idee, was es sein könnte. Herr, darf ich dich etwas fragen? Gewiss, Heinrich. Nun ja, ich dachte, die Straßen wären sicherer, seit die Banditen aus Pribislawitz fort sind. So. Du willst deinen Lehnsherrn tadeln? Welchen weisen Rat würdest du ihm darob geben? Oh nein, nichts lege mir ferner als das. Ich habe mich nur gewundert. Sei unbesorgt. Ich wollte dich nur narren. Du hast recht, die Straßen sind nicht sicher. Aus einem bestimmten Grund. Meine Garnison ist ein Scherbenhaufen. Ich verlor in Scarlets die meisten meiner Männer. Und nach Pribislawitz sind es nun kaum genug, um Pirkstein zu bewachen. Geschweige denn, die Straßen zu schützen und in der Provinz zu patrouillieren.
Die Männer reichen einfach nicht. Aha, ich verstehe. Besser gesagt, sie reichten nicht. Wie es der Zufall will, kommst du wie gerufen. Unlängst bat ich einen alten Freund um Hilfe. Herrn Kuno von Reichwaldau und seine Söldner. Das sind zähe Burschen. Die meisten von ihnen saßen im Kerker. Sie sind nicht minder kampferprobt als Waffenknechte. Verzeih mir meine Offenheit, aber fähige Söldner gibt es doch zuhauf. Gewiss findest du irgendwo redlichere Kämpfer. Wohl wahr, Junge, aber ich würde gern sagen können, dass ich mich an Kuno wandte, weil ich ihm vertraue. Aber der Grund ist pragmatischer. Er schuldet mir einen Gefallen und wird daher kein Geld verlangen. Soll ich mich ihm anschließen? Ja, es geht um zweierlei. Kuno braucht einen Ortskundigen. Und ich brauche jemanden, der ihn und seine Männer im Auge behält. Auf dich ist Verlass. Und du bist dem gewachsen. Mach dich auf zu seinem Lager und stell dich vor. Ihr werdet auf Patrouille gehen und du wirst dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Dieser Herr Kuno von Reichwaldau. Er ist der letzte Baron der Reichwaldauer, ein verarmtes Adelsgeschlecht. Er verdingt sich nun als Söldner, so wie viele verarmte Edelmänner. Wenn sie denn nicht Räuberbarone werden oder beides zugleich. Jedenfalls ist er ein unterhaltsamer Bursche. Als Söldner hingegen, nun, da pflegt er seine eigene Art und Weise, gewisse Dinge anzupacken. Das klingt besorgniserregend. Ach, so schlimm ist es nicht. Man muss ihn nur zuweilen daran erinnern, nicht zu übertreiben. Warum steht er in deiner Schuld? Ich half ihm einst aus einer misslichen Lage. Dank mir musste er nicht hängen. Oh, das klingt abenteuerlich. Wie kam es dazu? Frag das besser ihn. Ihr könnt euch mit dem Thema auf euren langen Patrouillen die Zeit vertreiben. Doch eines kann ich dir sagen. Ganz offensichtlich habe ich ihn inspiriert. Viele seiner Männer konnte er nämlich ebenfalls vor dem Henker bewahren. Gut, ich reite zu seinem Lager. Ausgezeichnet. Es befindet sich zwischen Ratai und Ledetschko. Ein guter Standort zum Schutze der Provinz. Viel Glück, Heinrich. Und pass gut auf dich auf. Werde ich, Herr. Hab Dank. Auf bald. Ja, da haben wir direkt noch was angefangen. Aber hey, bleib doch mal stehen. Da ist doch noch was, was ich für dich tun kann, oder? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlett? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Skalitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Wenn er sich nicht gerade auswärts um Probleme kümmert, sollte er in Pirkstein sein. Sieh dich um, bestimmt läufst du ihm über den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Viel Glück, Heinrich. Gott sei mit dir. Ja, viele Aufgaben haben wir jetzt übernommen. Und wir gucken mal, welche wir davon zuerst machen. Unter Tage mit einer Bande im Bunde. Wir gehen mal. Ich fand im Lager bei Priebislavitz einen Haufen Groschen. Ich denke, wir werden dahin reiten. Dort, wo die Münzen übergeben werden und wir werden den geheimnisvollen Kontaktmann treffen. Was? Wie reitest du denn? Rovna. Hier in dieser Stadt des Schreckens, wo die ganzen Menschen verbrannt wurden, aber es sieht hier schon wesentlich freundlicher aus, muss man mal sagen. Ich gehe mal langsam vor.
Mächtiger. Was für eine Sauerei. Okay. Sieh dich an der Kreuzung um. Was hat er dabei? Ein paar Groschen, aber sonst nichts. Okay. Wir haben wieder etwas zum Umsetzen gefunden. Sie hatten es wohl eilig. Sonst hätten Sie etwas so Wertvolles nie zurückgelassen. Hier haben wir noch ein paar Groschen. Ein paar Beinlinge. Und wir rufen unser Pferd, um letzten Endes hier wieder alles aufladen zu können. Ein blauer Chaperon. Choupon. Das wird so schnell nirgendwo mehr hinrollen. Ja, wie clever von dir, Heinrich. Sieht aus, als war der Wagen mit Kohle beladen. Okay. Hier wurde jemand verwundet. Scheint, als hätte ihn jemand weggeschafft. Vielleicht finde ich Spuren. Sieht wie Blut aus. Noch eine Spur. Hier bin ich wohl richtig. Sind Holzkohle gefunden? Hier lang. Ich bin auf dem richtigen Weg. Hier, was ist hier unten los? Bei den Köhlern, okay? Lager entdeckt. Köhler. Irgendjemand muss etwas gesehen oder gehört haben. Leichte Rüstung, was heißt das? Wir nehmen das mit der leichten Rüstung. Trophäen, Gerber. Wir reden mal Beste mit ihm. Beste Grüße. Was ist an der Kreuzung geschehen? Hä? Stellt sich dumm, ne? Heinrich, ich bin hier, um ihm zu helfen. Ein Freund von ihm. Von wem? Von dem Kerl, den ihr hergeschleppt habt. Ich muss ihm helfen, bin ihm was schuldig. Versteht ihr? Ich weiß von nichts und habe auch nichts gesehen. Wenn du was wissen willst, frag Boris. Ich will nichts damit zu tun haben. Wer ist dieser Boris? Boris schwingt dir die Peitsche. Du erkennst ihn an der roten Kappe. Danke. Okay, wir müssen mit dem Boss sprechen. Alles Gute. Wir müssen mit dem Boss sprechen. Wo ist er? Rote Kappe. Stimmt hier oben dann, oder? Wo ist Boris? Jetzt geht's da hinten noch weiter, oder?
Ja, da hinten ist noch ein Lager. Das könnte Boris sein. Hat er eine rote Kappe? Denke schon. Es ist Boris. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ja, das hoffe ich auch, Boris. Was weißt du über den Wagen, der bei der Kreuzung überfallen wurde? Kein Schimmer, wovon du redest. Ach ja? Ja, ist das ein Problem? Alles deutet auf diesen Ort hin. Weißt du, wem der Wagen gehörte? Hast du eine Ahnung, wem der Wagen gehörte? Nein, ist mir auch Schnuppe. Dann sag ich's dir. Du hast doch bestimmt von der Bande gehört, die Neuhof niederbrannte. Kann sein. Und die den Brunnen in Meerhoyet vergiftet hat. Solchen Männern willst du nicht auf die Füße treten. Ich bin ihnen ja nicht auf die Füße getreten. Im Gegenteil. Wir halfen ihnen. Obwohl wir nicht mal wussten, wer die waren. Was ist passiert? Lass mich eins klarstellen. Wir haben niemanden überfallen. Was hattet ihr dann bei der Kreuzung verloren? Wir kamen vorbei und sahen den Wagen. Also nahmen wir die Säcke mit. Nur die Säcke? Was ist mit der Blutspur, die zum Lager führt? Dazu wollte ich gerade kommen. Da war auch ein Verwundeter. Was sag ich, er war zerschnitzt wie ein Märtyrer auf einem Heiligenbild. Hat uns angefleht, ihn zu verstecken. Also ist er hier bei euch. Lebt er noch? Der Kerl hat einen starken Überlebenswillen. Ich möchte mit ihm sprechen. Wir haben ihn in den Schuppen da gesperrt. Ich will mit ihm sprechen. Weiß nicht. Er hat gezahlt, damit wir keinen zu ihm lassen. Ich will ihm nichts Böses. Na schön. Hier, nimm den Schlüssel. Danke, Boris. Gott behüte dich. Da drüben ist wahrscheinlich der Chopin. Nicht Chopin, sondern Chopin. Wir probieren uns nochmal hier an sehr schwer. Na gut. Wir schließen mal auf. Söldner. Wer bist du? Rede, dann lasse ich dich leben. Ich bin hier, um dir zu helfen. Tu mal so, als ob wir ihm helfen wollen. Egal. Ich bin hier, um dir zu helfen. Gott sei Dank. Ich dachte, ich beiße hier ins Gras. Und dann kommt mein Schutzengel geradewegs durch die Tür. Ich bin kein Engel. Daher musst du mir ein paar Fragen beantworten, bevor ich dir helfe. Ich wusste, dass es nicht so leicht werden würde. Für wen arbeitest du? Kann ich die Wunde sehen? Wir fangen mal mit etwas, Kann ich die Wunde sehen? Bist du ein Heiler? In der Art. Mal sehen. Du verlierst Blut und die Wunde ist tief. Die Blutung muss gestillt werden. Hilfst du mir? Ich versuch's. Für wen arbeitest du? Wem gehört der Wagen? Menard. Er ist irgendein Händler und hat mich zum Schutz angeheuert. Mehr weiß ich nicht. Und wohin ist dieser Menard verschwunden? Keine Ahnung. Bin bewusstlos gewesen und erst hier wieder zu mir gekommen. Weiß nicht mal genau, wo ich bin. Wer griff den Wagen an? Ein Ritter. Ist uns schon ein Weilchen gefolgt. Und wohin ging er? Weiß nicht. Ich wurde verdroschen und ohnmächtig. Weißt du, was ihr auf dem Wagen hattet? Das habe ich Menard nie gefragt. Erzähl mir mal mehr über den Ritter. Erzähl mir mehr über den Ritter. Wo sind die Münzen? Was? Welche Münzen? Ich werde mich nicht wiederholen. Ich weiß nichts von irgendwelchen Münzen. Ich schwör's! Wo sind die Säcke, die ihr vom Wagen genommen habt? Die Säcke? Da, hinterm Schuppen. Das ist er! Das muss dieser Ritter sein!
Okay. Und das ist alles? Habt ihr sonst noch etwas mitgenommen? Sieht doch aus wie halt! Robert. Bleib sofort stehen! Finde heraus, was auf dem Wagen war. Scheiße, komm doch. Oh. Ja. Wir versuchen es mal. Er ist noch vor uns. Jetzt zieh mal das Schwert blank. Ja. Komm schon. Ja. Wo reitet ihr hin? Wir haben ihn. Ja, wie kannst du es wagen? Hast du genug? Und fort. Meinst du nicht etwa unseren Köter? Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Oh. Eier geschrumpft. Schade um das junge Blut, aber ich habe keine Wahl. Na, schnauf nur. Was jetzt? Hast du Schiss, Junge? Verflucht! Du bist stärker, als du aussiehst! Mhm. Du Hund! Schon. Scheint, als wäre das nicht dein erster Kampf. Wo ist dein Mut jetzt? Okay, der kann auch kämpfen, so ist es nicht.
bringen wir es hinter uns, Junge. Okay, er hat gut pariert. Sind dir die Eier geschrumpft? Verflucht, du bist stärker als du aussiehst. Jawohl. Jawohl. Ulrich, wir reden mal mit ihm. Gottverdammt. Scheint, als hätte ich einen Ebenbürtigen gefunden. Wohl eher dein Meister. Naja, so hochnäsig sind wir nicht. Wer bist du und weshalb bist du hier? Ich will alles wissen. Wer du bist, weshalb du hier bist und was du über den geplünderten Wagen weißt. Mein Name ist Ulrich. Ich sage dir gar nichts, ehe du mir nicht etwas zusicherst. Versichern? Wie wäre es damit? Du redest und ich lasse dich leben. Denkst du, ich glaube dir das? Ich weiß sehr wohl, wie solche Geschichten enden. Ich war öfter am anderen Ende des Schwertes, als du zählen kannst. Du hast mein Wort. Das Wort eines Diebes, bei Gott. Was die Pfarrer sagen, ist wahr. Die Welt ist verrückt geworden. Töte mich besser. Ich bin sowieso am Ende. Genau wie du. Mal nicht so fatalistisch. Wieso bin ich am Ende? Wieso soll ich am Ende sein? Wer durch das Schwert lebt, wird durch das Schwert umkommen. Sobald du zu einer Waffe greifst, sind deine Tage gezählt. Das gilt für jeden von uns. Nicht für jeden. Doch für jeden Einzelnen. Ob Ritter, Söldner oder Strauchdieb. Es gibt Männer, die friedlich sterben. Frau und Kinder an ihrer Seite. Aber nicht du oder ich. Du endest in einem Graben mit deinen Eingeweiden neben dir. Ich bin kein Verbrecher. Anders als du bin ich kein Verbrecher. Du hältst das Fälschen von Geld für ein ehrliches Handwerk? Damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Fälscher. Ich untersuche die Sache. Was? Was sagst du da? Ich diene Herrn Ratzig Kubilla, dem Herrn über Scarlets und königlichen Hauptmann. Dann haben wir etwas gemeinsam. Ich wurde auch hergeschickt. Von wem? Steck die Waffe weg. Dann reden wir von Angesicht zu Angesicht. Falls wir tatsächlich ein gemeinsames Ziel haben. Na gut, steh auf. Nun ja, unser Treffen hatte keinen guten Anfang, aber wenn wirklich Kubilla dich geschickt hat, können wir einander helfen. Was meinst du? Vieles konnte ich herausfinden, aber ein paar Fragen sind noch offen. Und der Letzte, der etwas wusste, ist nun tot. Wer denn? Wer war's denn? Meinhard, der Händler aus Passau. Hör zu, ich werde dir alles erklären. Aber zuerst musst du etwas für mich tun. Ach, wirklich? Du stellst mich einer gewissen Person vor und ich weihe dich in all meine Erkenntnisse ein. An wen hast du gedacht? Meister Tobias Pfeiffer. Wenn du Herrn Ratzig dienst, musst du ihn kennen. Ich denke, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich habe hier ein schriftliches Geständnis, das den Fälschungsprozess beschreibt. Aber von solchen Dingen verstehe ich nichts. Für Meister Pfeiffer hingegen wird all das deutlich mehr Sinn ergeben. Und du gibst es mir? Einfach so? Ich habe wohl kaum eine Wahl. Das ist meine einzige Spur. In der Zwischenzeit kehre ich nach Sasau zurück. Vielleicht finde ich dort mehr heraus. Wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Wie gesagt, ich heiße Ulrich. Nur Ulrich? Das genügt. Du siehst aber aus wie ein Ritter.
Die haben selten nur einen Namen. Ich habe ein Pferd, eine Rüstung, ein Schwert und einen Schild. Aber all das lässt sich heutzutage auf vielerlei Arten erwerben. Wie du gewiss weißt. Also bist du gar kein Ritter? Ich bin ein treuer Streiter im Dienste eines Adligen. Mehr musst du nicht wissen. Mhm. Von dir erfahre ich wohl nichts mehr. Ich wüsste gern mehr, aber ich glaube, mehr verrätst du mir nicht. Dein Gefühl trügt dich nicht. Was ist mit dem Wagen? Was genau ist dort geschehen? Ich bin Meinhard von Passau ausgefolgt. Ich vermutete eine Verbindung mit Sasau. Also beförderten sie falsche Groschen auf dem Wagen? Ja. Erst brachten sie echte Münzen her. Groschen, Forints, Franken und so weiter. Aber diese Säcke enthielten nur Falschmünzen. Wieso vermutest du eine Verbindung mit Sasau? Die Sache wurde in Passau untersucht. Der Henker konnte den Leuten, die verhaftet wurden, entlocken, dass die Münzen in einem Kloster hergestellt wurden. Aha, ein Kloster? Mitten in einem Kloster? Angeblich. Ich weiß nur, was der Passauer Schreiber in den Verhörberichten notiert hat. Wieso hast du sie bis hierher kommen lassen? Ich wollte herausfinden, wo sie die Münzen übergeben, was mir aber nicht gelang. Außerdem hatte Meinhard eine bewaffnete Eskorte und nutzte gut befahrene Straßen und nur Gaststätten entlang des Weges, bis er auf diesen gottverlassenen Weg einbog. Ich weiß nicht weshalb, aber es war die perfekte Gelegenheit zuzuschlagen. Was passierte auf diesem Weg? Ich überraschte sie und erwischte zwei. Aber Meinhard, dieser Bastard, schnitt die Pferde los und floh. Was dann? Während ich Meinhard verfolgte, stahlen die Köhler, was sie tragen konnten. Und bevor ich ihn erwischte, warf ihn sein Pferd ab und er brach sich das Genick. Von ihm erfahren wir also nichts mehr. Nein, leider nicht. Na gut. Was geschah mit Meinhard? Der ist natürlich tot. Ich weiß, aber was hast du mit der Leiche gemacht? Begraben. Er war ein Bastard. Aber ich bin keiner, der einen Christen in den Wäldern verrotten lässt. Verstehe. Und wo ist das Grab? Er floh vom Wagen aus den Hügel hinauf Richtung Norden. Neben dem Weg steht eine alte Hütte. Dahinter habe ich ihn begraben. Und glaub nicht, ich wüsste nicht, weshalb du fragst. Grabschändung ist verwerflich. So etwas tue ich nicht. Mhm. Wenn du das sagst. Sag mir, was du über die gefälschten Münzen weißt. Kennst du Passau? Ich schon. Eine deutsche Stadt, richtig? Richtig. Sie ist sehr wohlhabend. Und es gibt dort viele Händler. In Passau blüht der Handel. Alle Währungen des Abendlandes wechseln dort ihren Besitzer. Verstehe. Also auch Prager Groschen. Vor ein paar Monaten wurden dort gefälschte Groschen entdeckt. Sie sind aus Kupfer und wurden mit Silber überzogen. Die Passauer Ratsherren brachten ans Licht, dass eine Familie von Geldwechslern die Finger im Spiel hatte. Sie holte die gefälschten Münzen aus Böhmen und schickte echte zurück. Mein Lehnsherr ist ein Verbündeter der Ratsherren, weshalb sie ihn baten, das zu klären. Und er schickte dich? Ja, er benötigte jemanden, dem er voll und ganz vertrauen kann. Okay, solltest du nicht mitkommen? Solltest du mich nicht zu Pfeiffer begleiten? Nein, ich muss in Sasau verweilen. Ich habe noch etwas zu erledigen. Na gut, ich begebe mich zu Pfeiffer. Ich begebe mich zu Meister Pfeiffer. Gute Reise. Ich warte in Sasau, im Gasthaus zum Fuhrmann. Alles klar. Was hat er da für ein Schwert? Schwert des Räuberbarons. Wir stehlen das mal. Verdammt nochmal. Verflucht. Du bist stärker als du auch. Oh. Ey, komm schon. Du willst doch jetzt nicht boxen. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Hilf! Oh.
Willst also fighten. Bringen wir es hinter uns, Junge. Shit, ich wollte doch gar nicht gegen den boxen. Okay. Hast du dein letztes Gebet gesprochen? Kacke! Scheint, als wäre das nicht... Ich wollte doch gar nicht mehr kämpfen, nur weil ich jetzt dieses blöde Schwert aufgenommen habe. Verdammt nochmal. Was jetzt? Hast du Schiss, Junge? Ich will doch gar nicht gegen dich kämpfen, du Horst. Hol dich der Teufel! Komm schon. Noch bin ich nicht am Ende. Hast du genug, Junge? Ja. Eigentlich schon, aber du ja scheinbar nicht. Gut. Naja, verpiss dich mal. Ja. Wir wollen eigentlich nicht gegen ihn kämpfen und müssen es aber trotzdem tun. So, jetzt gucken wir mal, ob wir tatsächlich Stärke. Was können wir da machen? Packesel. Schädelbrecher. Viel Schwung. Wildschwein.
Huckepack. Ich nehme den Packesel. Den Rest lassen wir mal und wir schauen jetzt mal, ob wir trotzdem Gib Ulfric so. Der Schatz Sprachbarriere, okay. Ja, wir müssen mal sehen, was jetzt daraus wird. Ich hoffe mal, er hat das kleine Scharmützel hier vergessen. Wir gucken mal wenigstens, was das für eine Waffe hier ist. Schwert des Räuberbarons. Es bringt uns nicht mal was, ja. Es ist relativ viel wert. Aber nicht so gut wie unser... Wir hätten es eigentlich liegen lassen sollen. Naja, okay. Wir gucken mal auf die Karte, wo wir sind. Wir reisen mal nach Scarlitz weiter. Wir fliehen mal. Und wir gucken mal, vielleicht können wir da den Schatz am Taubenschlag irgendwie. Wobei, das ist vielleicht keine gute Idee. Wir sind gerade ziemlich... Warte mal. Wir könnten mal einen Ringelblumenaufguss zu uns nehmen. Wir warten mal eine Stunde. Vielleicht sind wir dann schon wieder etwas genesen. Ja, das sieht gut aus. Ja gut, dann werden wir versuchen, den Schatz auf den Taubenschlag zu holen in der nächsten Folge. Und ja, ich sag mal, macht's gut, bis dann, euer Don Firenze.